Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zur weiteren zweiten richtigen Folge von Wildstar mit mir, Zavix, und immer noch mit Safina Firestar. Und in der wunderbaren ersten Episode sind wir angekommen aus unserem Kyroschlaf und wurden erstmal getestet, na, ob wir einer der Gegner sind, aber Gott sei Dank sind wir einer der besten und coolsten Verbündeten überhaupt und das Dominion kann sich glücklich schätzen, dass wir dabei sind. Und nun gehen wir zu dem wunderbaren Chua-Typen, den wir suchen sollen, und deswegen müssen wir in dieses Transportmittel. Also gehen wir da auch mal rein. Yeah, weiter geht's. Yippie. Jump. Ladebalken. Das ist sehr schön. Seid gegrüßt, meine treue Bürgerin. Nach einer langen, beschwerlichen Reise durch Raum und Zeit liegt der Planet Nexus endlich vor uns. Die Erfüllung unserer uralten Bestimmung ist nah. Das Dominion hat Zeiten der Dunkelheit hinter sich. Doch ich schwöre beim Blut der Eldaner in meinen Adern, dass ich das Imperium in ein neues Zeitalter des Ruhmes führen werde. Hier, auf dem heiligen Boden unserer Ahnen. Bürger wie ihr machen dies möglich. Bereitet euch auf die Herausforderung vor. Für das Dominion! Attacke, Attacke. Oh. Hallo, Basis. Oh, das ist ja hübsch hier. Hallo? Eine Schokomilch, bitte. Ich hätte gerne eine Schokomilch. Ich habe kein Geld, aber ich will eine Schokomilch. Oh. Der wollte mir keine Schokomilch geben. Dann, gehen wir da lang. Das sieht doch nach einem Labor aus. Oh, da sind Schuhe lang gelaufen. Falsch ich. Immer knuddeln. Quest-Symbole. Quest-Symbole zeigen unterschiedliche Sachen an. Unglaublich, noch nie gehört. Und unterschiedliche Sachen, das habe ich verstanden, ohne es zu lesen. Ja. Yeah. Dann reden wir mal mit dem verrückten Typen hier. Hallo, verrückter Typ. Versuchsleitung? Mondo. Versuchsobjekt? Do. Versuchsbeginn? Sofort! Okay, das ist eine klare Anweisung. Mein Freund? Sage mir denn, was ich tun soll. Dahin. Okay, ich gehe sofort dahin. Ach da, hier. Mondo hat Theorie, dass Mangel an Loyalität reversibel sein könnte. Separaler Rehabilitator wurde kalibriert. Zeit für klinischen Test verwende, ihn um Testobjekt loyal zu machen. Ah, mit der Technik geht alles heutzutage. Also gucken wir mal, wie nett die Leute jetzt werden. Kosmotronische Arbeit! Und sogar noch am Leben. Entzündung des Seals. Beabsichtigterweise Nebeneffekt. Das war nicht unbedingt so cool. Mondo hat Hitzeabgabe verringert. Jetzt versuch's nochmal. Ja Mensch, bisschen weniger Hitze hätte dem Ganzen gut getan. Ich werde das doch verpufft. Okay, gehen. Hallo? Ganz und gar nicht, was Mondo erwartet hat. Das kommt vor. Die sind... ist der Platz. Mondo riecht Ozon. Elektrische Entladung vermutlich wegen Staub in Reaktorspule. Schlampig, aber faszinierend. Jetzt versuch's nochmal. Na denn. Das hat ja jetzt schon so gut geklappt. Klappt es bestimmt beim dritten Mal. Das sieht auch nicht gut aus. Beim Zahnrad des Beskalor. Beim Zahnrad des Beskalor. Körperliche Transformation von Subjekten festgestellt. Wie merkwürdig. Ja, das Gerät erfüllt genau seine Zwecke. Es explodiert Leute, verbrennt Leute. Vielleicht auch nicht. Aufpassen. Oder sonstiges. So, dann gehen wir es mal ab. Ja, ja. So schnell zurück, bessere Neuigkeiten, keine Lust auf schlechte. Naja. Versuchobjekte verletzt, verbrannt, geschockt und schreckliche Monster verwandelt? Keine große Überraschung. Mondo hat Instabilität erwartet. Mehr Kalibrierung notwendig. Kann ja mal passieren. Ich hoffe, du hast noch einen anderen Plan. Dread, noch nicht fertig mit dir. Du lebst noch.
Oh ja, Mondo hat Pläne. Manchmal Pläne ganz einfach, manchmal nicht. Was denn? Monster drehen durch ein Labor. Du beweist Hingabe noch einmal. Holst Waffe von Tokor und tötest Monster. Geh jetzt, bevor Monster Ausrüstung kaputt machen. Und dann du was voll auf die Fresse bekommen. Was sind das für Monster? Frage hat zwei Antworten. Erste Antwort, Mondo weiß noch nicht. Was ist denn die zweite Antwort? Mit guten Gewebeproben, Mondo hat vor herauszufinden. Na denn, ist ja alles gut. Ich werde diese Monster zur Strecke bringen. Wissenschaft ohne Gewalt? Langweilig. Gut, sehe ich auch. Langweilig wäre es auf alle Fälle. Gib mir Waffen. Wartet. Vielleicht auch nicht. Ich hab Waffen. Klicke mit der rechten Maustaste auf die Waffe in deinem Inventar. Klicke, klicke. Waffe ist da. Und jetzt können wir schießen mit der 1-Taste. Nur mit der 1-Taste? Mit der 1-Taste. Yeah. Und hier müssen wir wunderbar ausweichen. Also, so gut ausweichen, dass man getroffen wird. Das war jetzt nicht schön, Ash. Yeah. Schieß dich weg, du Monster, Bubi. Yeah. Jetzt kann ich dich looten. Yeah. Hey, du hast Beute gehört dir. Mit V kannst du sie nehmen. Das ist nice. Piu, piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Ich sniper dich weg. Du Monster des Todes. Wo sind noch mehr Monster? Da. Piu, piu. So. Am Anfang jedes Spiels sind natürlich die Waffen und die Fähigkeiten recht. Wissenschaftlicher Auftrag gut. Erfüllt. Und jetzt noch mehr wissenschaftliche Aufträge. Yeah, mit der Wissenschaft. Genug gesammelt. Jetzt scheint sowieso, du stirbst nicht. Tu Gewebeproben im Ködereimer, wenn du gehst. Na denn, gebe ich dir deine Gewebeproben. Yeah, super nice Jump. Dann tun wir es hier rein. Dann ist das wunderbar. Hier rein. Plups, plups. Wissenschaft ist Suche nach Antworten. Hast du gefunden? Stark zu hoffen. Für deine Gesundheit. Gefahr wartet. Kaiser will dich vor Labor sehen. Geh jetzt, bevor du deinen Körper der Wissenschaft spendest. Okay. Mondo hört. Ich darf nicht mehr mit dir reden. Das war ja das Ausrufezeichen. Okay, wir gehen wieder weg. Mondo, hast du genug? Tschüssikowski, Mann. Tja, jetzt dürfen wir wieder mit dem Kaiser reden. Was ab, Kaiser? Ich war gerade voll krass da am Rumwissenschaftlichen. Und du? Ich höre euch zu, Bürgerin. Das Dominion ist ein Licht, das die Dunkelheit durchbricht. Ich reime jetzt mit Wörtern. Das ist schön. Gut gemacht, Safina Firestar. Du hast deine Hingabe zum Dominion unter Beweis gestellt. Bin bisher sehr zufrieden mit deiner Leistung. Jupp, ich auch. Hört, eure Arbeit ist noch nicht getan. Nun musst du deine spirituelle Reinheit beweisen. Okay. Deine Reinheit, wie sie Evintra, die Rechtschaffene, vertritt, muss bewiesen werden. Gehe zur Kathedrale des Lichts, sprich mit Torik Andevian und er wird dich anleiten. Wer ist denn Indifra, die Rechtschaffene? Indifra ist eine der 6 Epilogenen. Epigonen. Epilog. Wir sind auch noch im Prolog. Evitra ist eine der 6 Epigonen meiner Verwandten aus alter Zeit. Unter der Anleitung von Torik und Kalidor Andevian wirst du erfahren, welche Tugenden jeder Epigone vertritt. Ich werde schon mit ihm reden. Von jemandem wie euch erwarte ich nichts Geringeres. Ja, so reden, das kann ich. Ich werde dich im Auge behalten, Bürgerin. Möge das Licht des Dominion dich leiten. Okay. Schade eigentlich, dass das Spiel nicht so wenig vertont ist, beziehungsweise die Sachen, die sie sagen, sind gar nicht die Texte, die dann unten links stehen. Das ist schade. Ja, das nenne ich kirchlich. Das ist eine Kathedrale. Was ab, Mann? Gib mir deinen Bericht. Ja, ist ja schon gut. Hier, ich muss hierher. Licht und Ruhm.
Sophina Feuerstar, deine Hingabe zum Dominion, wie auch zu unserem Kaiser, steht außer Frage. Das ist gut. Du hast große Ehre errungen. Wie wäre es jetzt mit etwas Ruhm? Nur derjenige, die reines Geistes sind, können den Weg für die Bürger des Dominion erhellen. Alles klar. Nun, da du hier bist, wird mein Bruder Kalidor dich in den heiligen Prinzipien unterrichten, die das Dominion zusammenhalten. Und wer bist du? Ich bin Torek Andevian. Manche nennen mich den Stern der Wachsam. Ich habe auch Stern im Namen. Sind wir jetzt Buddies? Man? Stern-Buddies? Stars? Echte Stars? Yo? Zweck? Oder? Nee? Okay. Oder Torek, den Unbezwingbaren und der dir nicht zuhört, weil du Quatsch redest. Aber glaube mir, meine Liebe, ich bin genauso aus Fleisch und Blut wie jeder andere auch wenn ich ein Star bin. Yep, cool, das ist schön. Und was ist eigentlich diese Kirche der Wachsamen? Die Kirche der Wachsamen ist die wichtigste religiöse Institution des Dominion. Es ist unsere Pflicht, die Dunkelheit zu erhellen und die Frevelhaften zu besiegen. Also die Inquisition, oder was? Ja, aber in nett. Achso, okay. Dann bin ich dafür. Sind alle Bürger Mitglieder der Kirche? Nicht ganz. Die Thraken haben ihr eigenen Götter und die Schur scheinen die Wissenschaft selbst anzubeten. Dennoch müssen alle Bürger die grundlegenden Prinzipien verstehen, auf denen der Glaube des Imperiums basiert. Yeah, wir haben eigene Götter. Gut, dass wir wissen. Jedenfalls nicht so eine Kirche. Ja gut, dann werde ich mit ihr reden. Er wird auf dich warten. Niemand ist besser als Kalidor und dich in geistliche Angelegenheiten zu unterrichten. Okidoki. Deine Leidenschaft ist deine Stärke. Okay, dann rede ich mal mit dir. Was ab? Die Gläubigen dienen, ohne zu fragen. Lerne mehr über unsere Tugenden und die Epigonen, die sie vertreten. Nur dann wird die Patriarchin selbst zu ihrem Segen gehen. Ich dachte, der erzählt uns jetzt was. Aber na gut, ich glaube, wir müssen hier hin. Epigone Nummer 1. Stärke, die nötige Kraft, um deinen Willen durchzusetzen. Yeah. Alle, die den Glauben wahren, sind hier willkommen, Kind. Hingabe, die Vereinigung deines Wesens mit deiner einzigartigen Zweck. Zum Beispiel dein Leben aufzuzeichnen auf YouTube. Mut, die Reinheit des Geistes, um deine Ängste zu überwinden. Dass du auch überwindest, Scheiße zu reden und trotzdem es immer noch hochzuladen. Das erfordert viel Mut. Wissen, die Tiefen der Realität auszukundschaften und ihre Wunder sammeln. Zum Beispiel Kekse aus dem Kühlschrank, die dann sehr hart sind. Du ersuchst den Segen der Kirche? Das macht Sinn. Gerechtigkeit, gerecht urteilen und die Konsequenzen umsetzen. Aber niemals die Konsequenzen tragen. Das tun immer andere. Oh, bloß keine Konsequenzen, ich gehe hier wieder. Und das letzte? Reinheit. Edle Absichten leiten einen makellosen, ehrlichen Geist. Ich bin ehrlich. Ich finde das hier ganz schön cool. Und die Musik ist hier auch cool. So. Ich bin nur eine bescheidene Dienerin der Kirche, Pilgerin. Oh jo, deswegen glitzerst du auch so. Ich kann nix sehen. Bin grad so. Ah ja. Saito ist nicht bereit. Die sieht cool aus. Dann reden wir mal mit ihr. Hallo. Du musst glauben, Pilgerin. Ohne Glauben hast du nichts. Okay. Ich glaube dann daran. Das bleibe den Tugenden der Wachsamen treu, Bürgerin.
Okay. Ich glaube, ich habe das Ritual abgeschlossen. Gnadenvoller Dominius, verleihe diesem Pilger das Licht und die Führung der Eltern und reine Sicherheit und einträglich Reise nach Nexus. Jupp. Ich hoffe, wir kommen noch nach Nexus irgendwann mal. So, mit dir habe ich geredet. Tschüss, Tschaikowski, Mann. Tschüss, Tschaikowski. Oh, wir haben eine Nachricht. Hallo, Kundschafterin. Hallo, ich bin auch Kundschafter. Hallo. Oh, du gehörst der Kundschaftsgesellschaft an. Das ist ja auch krass. Du Kundschafter? Pah, nicht gut ausgebildet. Safina Feierschlag, schlechte Kundschafterin. Sehr schlecht. Finde mich dann du bereit. Dann zeige ich dir, die wichtige Kundschaft wird. Ja? Ja. Yeah. Okay, Moment. Ich bin eine schlechte Kundschaft? Ja, das sollten wir nochmal eben klären. Ja, sehr schlecht. Unfähig, untätig, unverfahren und total alles und Raubtierfutter. Kundschaftgesellschaft schickt Crewboards, um dich auszubilden. Safina Feier stirbt also später. Na denn, was ist eigentlich die Gesellschaft? Ist große Gesellschaft für Dominion-Kundschafter. Kategorisieren alle Entdeckungen von Kundschaften. Am besten belohnt als Kundschafter für Beiträge. Okay. Dann werde ich dich mal aufsuchen. Mysterium lösen. Hirn einschalten, auch wenn klein. Gib dir Tipp, direkt vor der Kathedrale des Lichts wartet dort auf dich. Okay, dann wirst du ja voll weit weg sein. Voll weit weg sein. Dann wirst du voll weit weg sein. Voll weit. Ich bin guter Kundschafter, ich hab's schnell. Dieses Symbol zeigt für Kundschafterleute. Okay, Doki. Dann würde ich sagen, war es das von der heutigen Folge von Wildstar mit mir. Zavix, ich hoffe, es hat soweit gefallen. Wenn ja, dann schaltet doch einfach in der nächsten Folge ein oder guckt eines der anderen wunderbaren Sachen, wo ich mal irgendwo auftauche und sage Hallo. Und yeah, alles klar. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.